So, hi, ich bin Peggy. Ich bin Head of Content Strategy and Operations bei Sony Music Deutschland. Also Content Strategy and Operations heißt im Endeffekt, dass wir Künstlerinnen sozusagen bei der organischen Platzierung von Content helfen, um im Endeffekt natürlich auch ihre Produkte zu promoten und zu pushen. Ein großer Pfeiler, deswegen sind wir auch heute hier im Studio, ist natürlich auch einfach die Content-Produktion. Es ist nämlich ziemlich cool, dass wir in unserem Job nicht nur über Konzepte sprechen, sondern sie auch wirklich hier vor Ort umsetzen können mit einem wirklich sehr, sehr guten Studio-Team. Wir machen oft Workshops, das heißt, wir gucken uns die aktuelle Performance an, wir gucken uns Content-Pieces an, die besonders gut funktioniert haben, vielleicht welche, die man eher optimieren kann. Man ist viel am Scrollen, man guckt sich an, welche Formate gerade viral gehen, welche Content-Ideen gerade ein großer Trend sind, wie kann jemand da vielleicht auch drauf aufspringen. Sehr abwechslungsreich ist der Job. Ich selber habe PR und Unternehmenskommunikation studiert. Deswegen würde ich mal sagen, ist mein Berufsweg jetzt nicht der traditionellste. Ich bin komplett quer eingestiegen. Ein PR-Hintergrund, ein Marketing-Hintergrund ist natürlich super. Ich habe natürlich selber ein sehr, sehr großes Interesse an Musik. Ich habe früher selber ein bisschen Musik gemacht und ich habe natürlich auch als Zuhörerin eine sehr hohe Musikaffinität. Eine Offenheit, sich mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen zu befassen, ganz unterschiedliche Genres zu hören und ein sehr, sehr schnelles Internetverständnis, würde ich das mal so nennen. Also gut Internetkultur verstehen, gut wissen, was gerade funktioniert auf den Plattformen und ich glaube auch so ein bisschen diesen Perspektivwechsel haben. Das heißt, wenn ich durch, sage ich mal, TikTok scrolle, das natürlich nicht nur als Konsumentin wahrzunehmen, sondern auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, ah, ich glaube, ich bin selber an diesem Post so lange hängen geblieben, weil mich da was angesprochen hat, ne? Ob das jetzt von der Klassik ist, bis hin zu Schlager, bis hin zu Pop, Rap, Hip-Hop, das sind ganz viele unterschiedliche Bereiche und ganz viele verschiedene Menschengruppen, die man erreichen kann und ich glaube, es macht mir Spaß, mich in diese Szenarien hineinzuversetzen, mich damit zusammen mit den Künstlerinnen wirklich zusammenzusetzen und was zu kreieren, was natürlich auch für sie erfolgbringend sein kann. Wir bekommen auch Instant Feedback, sage ich mal, durch Kommentare, Engagement Rates, also wie viele Leute liken, teilen, kommentieren. Das hat natürlich dann auch eine Wertigkeit und ich finde es spannend, irgendwie das so wirklich in Realtime mitzusehen. Wenn du dich für den Content Strategy und Operations Bereich interessierst, hoffe ich, dass ich dir einen guten Einblick geben konnte. Bildungswege sind immer relativ, deswegen würde ich einfach sagen, wichtig ist, dass du offen bist für Social Media, dass du verstehst, wie das Internet funktioniert. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören und bis ganz bald.